Hallo Leute, ich wollte euch heute meinen London-Haul abdrehen, weil ich war die letzten Tage mit einer Freundin in London und ich dachte, ich zeige euch mal, was ich so gekauft habe und ja, dann lasst uns mal gleich anfangen. Das erste, was ich so hierher greife, ist eine, so eine, ja, Thermos, ja, Thermos ist nicht, so ein Becher, so, wo man Tee draus trinken kann. Der ist auch aus Plastik, also der wird jetzt nicht irgendwie warm halten, aber wenn man so heißen Tee drin hat, hat er noch so eine hier Gummifläche, damit man es besser anfassen kann. Und das habe ich bei Primark gekauft für 2,55 €. Ja. Fand ich ganz süß. Dann als nächstes bei Primark habe ich Schuhe gekauft. Für nur 10 Pfund. Und die sehen so aus. Außerdem bei Primark habe ich mir eine Tasche gekauft. Und zwar sieht die so aus. Das ist eine schwarze Tasche mit goldenen Studs drauf. Die, ja, schon relativ groß ist. Ich habe gar nicht reingeguckt. Hat noch einen so ein Fach mit einem Reißverschluss, das man aufmachen kann. Und so zwei Handyfächer, diese Standarddinger. Und da passt doch einiges rein, muss ich sagen. Dann als nächstes noch eine Tasche. Und zwar brauchte ich eine Tasche für die Uni, weil ich dachte, dass in die schwarze nicht mein Laptop passt. Was er jetzt doch tut, das konnte ich da ja noch nicht so abschätzen. Ich habe mir noch eine zweite gekauft und zwar ist die ein bisschen größer. Okay, ein bisschen ist gut. Einiges größer. Aber die ist so in so einem Olivgrün. Aus so einem ganz weichen Fake-Leder, denke ich mal. Hat auch so kurze Henkel und so einen langen. Und da passt auf jeden Fall sehr, sehr viel rein. Und drin ist das so aus braunem Wildleder. Finde ich sehr schön. Erst war ich mir nicht so sicher. Erst fand ich sie sehr schön, dann fand ich sie nicht mehr schön. Als ich sie dann gekauft hatte, das war ein bisschen dumm. Und jetzt finde ich sie wieder sehr schön und ja, mit den Accessorize-Taschen habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht bis jetzt. Ja, dann waren wir natürlich bei Forever 21. Ich liebe den Laden. In den USA war der auch schon super schön. Und habe ich mir jetzt erst eine Bluse gekauft in so einem Orange-Rot. Die hat dann so Dreiviertelärmel und lässt sich unten zuknoten, die echt super schön aussieht. Und die weiß ich gar nicht mehr, was sie gekostet hat. 15 Pfund oder so. Ach, und die grüne Tasche hat 40 Pfund gekostet. Das war relativ teuer. Dann haben wir bei Forever 21 noch zwei Tücher gekauft. Und zwar einmal so einen türkisfarbenen. Da ist so ein bisschen so ein weißes Muster drauf, aber das ist ganz dezent. Ich fand das total frühlingshaft. Da war alles total bunt und total so neonfarben. Und weil ich den so in Türkis schon so schön fand, habe ich ihn auch noch in Pink mitgenommen. Einfach weil ich ihn schön fand. Die haben beide, glaube ich, 7 oder 8 Pfund gekostet. Dann waren wir noch bei Zara. Die gibt es ja hier nicht auch oder so, nein. Aber wir waren trotzdem drin. Ich habe mal gehört, dass in England Zara relativ teuer sein soll. Aber ich muss sagen, ich habe da jetzt keine anderen Preise feststellen können als bei uns. Also Zara ist auch bei uns tatsächlich so das Günstigste. Da habe ich mir eine Bluse gekauft und das ist so richtig sommerlich. Die sieht jetzt relativ weit aus, die fällt auch sehr locker, hat unten aber so einen Gummizug, dadurch, dass es halt eng ist. Ich habe auch extra eine Größe größer, als ich sonst hätte nehmen wollen würden, genommen, weil Zara ja immer relativ klein ausfällt. So, dann habe ich mir noch bei Victoria's Secret ein Body Spray oder Body Mist gekauft von dieser Pink-Reihe. Das heißt Warm and Cozy und es riecht so gut. Es riecht wirklich so gut. Das ist relativ groß und hat sollte 15 Pfund kosten pro Einzelflasche, aber zwei Flaschen kosten nur 18 Pfund. Also eigentlich haben wir nur, meine Freundin und ich haben beides gekauft und halt zusammen bezahlt und dann hat jeder nur 9 Pfund dafür bezahlt. Ja. Dann habe ich mir bei Collection 2000 einen Concealer gekauft. Dieser total gehypte in der Nummer 1 Fair. Ich wusste nicht so richtig, welche Farbe so die schlauste ist. Dann habe ich mir noch bei Primark, es war so unnormal voll bei Primark, oh Gott. Wir waren sonntags abends da, um kurz nach 5 und wir waren schon total kaputt, weil wir den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen sind. Wir waren schon im Buckingham Palace, wir waren im London Eye, wir sind über die Tower Bridge gelaufen und ach, wir sind schon total viel durch die Gegend gerannt. Und dann wollten wir noch unbedingt zu Primark. Wir hätten das natürlich auch am nächsten Tag machen können, aber wir dachten, wenn die um 6 zu machen, ist es um kurz nach 5 ziemlich leer. Es war nicht leer. Es war super voll. Und ja, also es war warm,
super unnormal ekelhaft waren wir drin und es roch nach Chemikalien. Aber ein paar schöne Sachen haben wir gefunden. Und ich habe zum Beispiel diese Jacke gekauft. Das ist so eher so ein Cardigan in so einem hellrosa mit auch, also es ist relativ weit, aber es hat so enge Ärmel, was ich sehr cool finde. Ist auch relativ kurz, dreiviertelärmlich und fällt dann so ganz locker. Und das kann ich mir richtig gut so im Sommer vorstellen. Ja. Mhm. Den gehypten Stippling Brush von den Real Techniques. Real Techniques. Pinseln und von dieser Samantha Chapman. Ich hätte den mir irgendwie größer erwartet, der ist ja doch relativ klein, aber es lässt sich super damit auftragen und ich finde, man sieht wirklich Unterschied, ob man jetzt das Make-up mit den Händen aufgetragen hat oder mit dem Pinsel. Also diesen Airbrush-Effekt, finde ich, sieht man wirklich. Und es blendet mich. Ah. Ja. Dann als nächstes waren wir noch beim Portobello Market und da habe ich zwei Sachen gekauft. Und zwar einmal ein Tuch, weil ich halt erst zwei gekauft hatte, aber das hat nochmal einen ganz anderen Stil. Und zwar ist das dieses schwarz-weiße, richtig weiß ist es nicht, so ein Cremeton eher, mit so einem Cremegrau, mit so Totenköpfen drauf und so einem schwarzen Rand außen. Aber die Totenköpfe waren nicht, sind nicht so gruselig, sondern die sind, was heißt nicht gruselig, aber die haben so ein nicht so gruseliges Muster, wenn ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall fand ich den sehr cool. So ein bisschen mehr edgy, aber irgendwie fand ich den, wenn man den so überwirft, richtig super. Und der hat 5 Pfund gekostet. Ach so, und außerdem habe ich noch, wenn ich das hier mal gleich so sehe, das Top hier im Portobello Market, beim Portobello Market gekauft. Für 7 Pfund, glaube ich. Der Portobello Market ist, wenn ihr das nicht wisst, ein riesen Flohmarkt samstags, der eine super lange Straße entlang geht. Und da wird halt alles angeboten. Da gibt es wirklich Essen, richtig gut haben wir da gegessen. Ich kann vielleicht noch so ein paar Eindrücke, wenn ihr wollt, noch ein Eindrücke-Video machen. Ich habe einige Fotos gemacht und vielleicht noch so ein bisschen was mit Voice-Over dazu sagen. Und ja. Auf jeden Fall haben die da ganz schöne Sachen. Da kann man ganz gut Kleinigkeiten finden. Und außerdem habe ich bei Forever 21 noch, wenn ich das jetzt so sehe, diese Bluse gekauft, oder Bluse, dieses Hemd. Das ist so ein, ja, olivfarbenes, wie Jeanshemd, so vom Stoff her fühlt sich das an wie so ein Jeanshemd, nur halt olivgrün mit so goldenen Knöpfen. Und das ist eigentlich langärmlich, ich habe es jetzt dreiviertel hochgekrempelt, ich finde, dann sieht das immer so ein bisschen besser aus. Zumindest gefällt mir das besser. Und ja. Das noch dann zum Schmuck. Ich habe nur zwei Sachen gekauft. Ich wollte mich mal ein bisschen bedeckter halten. Ich habe so viel Schmuck und ich trage gar nicht so viel. Und so habe ich mir da ein Armband bei Forever 21 gekauft. Das ist, ja, Fail, das ist schon ein Ding abgegangen. Das muss ich wieder ankleben. Also ein Nietenarmband mit so rosanen, so Zehen. Wenn man das Zehen nennen kann, diese Spitzen. Auch sehr schön, wie ich finde. Aber wie gesagt, da ist schon eine abgegangen eben. Die muss ich mal wieder ankleben dann. Und außerdem habe ich noch eine Kette gekauft mit so Dreiecken und ich finde die wirklich schön, wenn man die so relativ kurz macht und dann mit diesen Dreiecken kann das sehr gut aussehen. Achso, das Armband hat 4 Pfund gekostet und die Kette 5 Pfund, glaube ich. Ja. Und noch zwei Sachen. Außerdem habe ich mir noch eine Sache gekauft und zwar, die hatte ich wirklich geplant, das ist die Urban Decay Naked Palette. Die habe ich da bei dem Hermes gekauft. Und ich bin absolut begeistert. Nicht nur von der Primer Potion, die wirklich das Make-up länger halten lässt, sondern von den Farben, die sind super pigmentiert. Es ist der ganze Hype, ich finde, es ist total wahr. Und auch der Pinsel da drin ist echt gut. Und ja, da bin ich auf jeden Fall froh drüber. Die hat, glaube ich, 36 Pfund gekostet. So, und als letztes habe ich mir noch ein Portemonnaie gekauft. Das war auch geplant, mein Portemonnaie. Das war von Primark letztes Mal. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Kann ich euch mal irgendwann zeigen. Das ist, so hellrosa und das hält sich auch noch ganz gut, aber es passt jetzt relativ viel, wenig Kleingeld rein. Und deswegen habe ich mir noch ein neues gekauft für, das ist wirklich teuer gewesen, muss ich sagen. Da habe ich irgendwie nicht so richtig geschaltet, wie teuer das ist. Aber ich finde, es ist es wert, es ist super schön, es ist so ein dunkelrot, lila Einschlag. Es geht hier vorne mit diesem Gold und hier auch Gold. Kann man hier aufmachen, hier passt dann eben Kleingeld rein und Karten.
Und es lässt sich hier hinten auch aufmachen und da passt dann auch nochmal irgendwas rein. Und ich finde es super, super, super schön und es hat 17 Pfund gekostet. Was in der Relation zur Tasche zum Beispiel dann nur 40 Pfund irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn so ein Portemonnaie 17 kostet. Ja. Ich könnte mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so noch gekauft hättet, irgendwie Make-up-technisch oder so. Ich weiß, dass viele sagen, oh, man kann da gut Sleek kaufen. Ich habe auch keine Sleek-Produkte, aber ich muss sagen, ich hatte schon so viel Geld ausgegeben und es gab jetzt außer die Naked-Palette und den Concealer und den Pinsel nichts, was mich jetzt so gereizt hätte, dass ich es unbedingt kaufen musste. Und ja, jetzt blendet mich die Sonne einfach so doll, dass ich, würde ich sagen, das Video so beende. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!